Lapis Lazuli. Ich habe eine Gucci-Gürtelschnalle aus meiner Heimat. Das ist ein Luxusgut und darum geht es heute. Ich werde heute die Menschen auf der Straße fragen, wie viel sie verdienen und wie viel die eventuell auf dem Konto haben. Obwohl ich weiß jetzt schon, keiner wird über das Thema Geld reden, weil wir leben in einem Land, wo die ganz offen und ehrlich über Geschlechtsverkehr reden, aber nicht über Geld. Aber wir werden es versuchen. Da hinten ist eine Menschenmenge. Was machen die da? Streiken die oder was? Wir können ja auch mal da hingehen und abchecken, was da los ist. Ja, lass mal fragen, was da los ist. Entschuldigen Sie, dürfte ich fragen, warum Sie hier stehen und warum Sie streiken? Gegen die Partei AfD. Oh, okay, super. Und was hat es mit der Ukraine-Flagge zu tun? Weil Russland heute die Position der Nazis einnimmt. Okay. Also was arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Servicetechniker. Sehr stabil. Wer möchte anfangen? Wie viel ist euer Outfit wert? Schuhe von Stock X, ich glaube 130. Okay, du wurdest abgezogen, weil die sehen schon hässlich aus. Ich sag dir ehrlich. Der Arte. Tut mir leid, ja. Also was arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Rentnerin. Kann man machen, warum nicht? Wie viel im Monat? Oh je. Hau raus, oh je. Let's go. Dreistellig, vierstellig, fünfstellig? Vierstellig zum Glück. Und was haben Sie in der Vergangenheit gearbeitet? Oh. Servicetechniker, 22 Jahre lang. 22 Jahre? Was macht man da als Servicetechniker? Elektroniker am Laufen halten bei Kunden. Okay, wir haben hier zwei Jungs am Start. Oh, ich kenne den. Also, du siehst gar nicht aus wie ein Tim. Ja, du siehst aus wie ein Kurde, um ehrlich zu sein. Und du? Artem. Tim und Artem. Ich errate jetzt, also was ihr arbeitet, YouTuber. Okay? Anhand eures Aussehens. Aussehen, wie sieht denn aus? Prada-Jacke, schon mal stabil. Was ist das, eine Goyard-Bag, ja? Ich glaube, du arbeitest irgendwo im Büro schon mal. Ist richtig? Ja, gute Richtung. Ja, okay. Auf jeden Fall. Internetanbieter Vodafone oder so? Komplett daneben. Okay, daneben. Scheiße. Bist du bei einer großen Firma? Ich bin selbstständig. Ah, selbstständig? Ja. Gangster-Rapper. Das wäre auf jeden Fall schön. Jetzt bist du dran, junger Als Mann. Als YouTuber, Digga. Ich bin der Maurice. Maurice, okay. Ja, also du siehst aber eher aus wie ein Manfred. Ja. Also Schuhe, 120, habe ich von Snipes gekauft, Air Force. Okay. Snipes, Digga, größte Lüge, kommt auf niemand Snipes, ja, alles teuer und wie verdienst du bei Amazon oder bei Ja, manchmal arbeite ich ein bisschen bei meinem Opa. Also was arbeitest du da? Also ich helfe ein bisschen im Holz und so. Ist der Holzfäller oder was? Nee, bist der Holzsägen. Der hat Grundstück und so und da macht er immer ein bisschen Holz. Ach, er hat ein Grundstück und er gibt dir dann ein bisschen Taschengeld fürs Holzsägen? Ja, genau. Aber hast du auch die Kraft fürs Sägen? Zeig mal deine Muskel her. Okay, er hat wirklich die Kraft, ohne Witz. Ich habe mir gerade fast meinen Finger gebrochen. Erstmal, wie heißt du? Paolo. Bist du Italiener? Auch, ja. Und was noch? Ich habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Okay, ja, gut. Wow. Also ich muss jetzt anhand deines Aussehens erraten, als was du arbeitest. Dann leg mal los. Vielleicht hast du eine Pizzeria? Nein. Eine Eisdiele? Nein. Bist du selbstständig? Nein. Ist es eine deutsche Firma? Es ist eine deutsche Firma, ja. Ihr kommt eh nicht drauf. Niemals? Niemals. Und jetzt fahren Sie hier so eine dicke Karre, oder? Ja, genau. Stark. Und welche Marke? Oh. Ja. AMG, oder? Das wär's. Nee. Puh. Was geht, Jungs? Nichts bei dir? Gut. Ja, mir geht's gut. Was geht? Gut. Ja. Stabil. 13, 14. Arbeitet wahrscheinlich als Wissenschaftler, oder? Ja. Ihr seid richtig stabil, Jungs. Guck mal, ihr seht schon so aus, als ob ihr selbstständig wärt. Also was arbeitest du? Ich hab bei Ding angefangen, bei Bauingenieur. Bauingenieur habe ich angefangen, aber war zu schwer. Deswegen habe ich jetzt Ding angefangen. Anwalt, ja. Bist du Anwalt? Ja, ich habe angefangen. Ich mache gerade die Theorieprüfung. Als Anwalt? Ja, Staatsanwalt. Staatsanwalt auch noch. Nee. Denk gar nicht so weit. Was machen wir hier gerade? Wir stehen rum. Alter, das ist YouTuber, Digga. Du machst gerade Umfrage mit mir. Achso, ja, genau, ja. Machst du Straßenumfragen? Nee, Digga, ich mach FIFA-Videos. Niemals. Ja, doch, guck. Echt jetzt? Ja. Wie lange machst du das schon? 9 Jahre. Und wie viele Abos hast du? Bisschen mehr als 1 Million jetzt. Was? Er kennt den nicht. Der ist Joke. Wie heißt du denn? Wakes, Bruder. Ich bin in dieser FIFA-Szene gar nicht aktiv. Also mein Kollege Can, der war mal ein FIFA-König. In seiner Prime hätte er dich auseinandergenommen. Glaub mir. Oh, Digga, Can, jetzt 1 gegen 1, komm. Fangen wir mal an mit meiner Jacke. Das ist eine Snipes-Jacke, wie man sieht. 100 Euro. Ich würde mal direkt zum Pulli weitergehen. Okay. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie viel der kostet. Deswegen gehen wir direkt weiter zur Tasche. So reich, dass du nicht weißt, wie viel du für Klamotten ausgibst oder was? Soll man machen. Ja, so viel Geld hast du, ne? Gehen wir mal zur Tasche. Das ist eine Kani-Tasche. 30 Euro. Hose, 20. Und dann kommen wir zu den Schuhen. Das sind Adidas. Habe ich auch von Snipes. Und das ziehst du nur einmal an und schmeißt es wieder weg, weil du so viel Geld hast, oder? Nee. Es ist etwas Handwerkliches? Nein. Ich gebe euch mal einen Tipp, es ist für Handwerker. Jetzt machst du es mir echt schwer. Was muss man mit einer Maschine machen erstmal, bevor man sie einsetzen kann? Produzieren? Nein. Testen? Nein. Vielleicht hast du eine Pizzeria? Nein. Eine Eisdiele? Nein. Verkaufen? Ja, Verkäufer. Ich bin im technischen Vertrieb für Handwerker. Wie viel verdienst du ungefähr? Vierstellig auf jeden Fall. Vielleicht hast du eine Pizzeria? Nein. Ich versuche jetzt zu erraten, anhand deines Aussehens, als was du arbeitest. Ich bin ehrlich, ich würde sagen Lehrer. Nein.
Vielleicht Künstler? Beruflich nicht, nee. Hobbymäßig nur? Ja, wobei, naja, Künstler ist übertrieben. Ja, gut. Aber hobbymäßig, ja. Vielleicht Maler und Lackierer? Handwerk stimmt schon mal, aber andere Sparte. Der Elektriker? Der Kandidat hat 100 Punkte. Woher wusste ich das nur? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht rieche ich nach Strom. Kannst du mir ein bisschen Geld sagen? Das läuft nicht. Aber dein Outfit läuft. Baba bezahlt. Was arbeitet Baba? Stadtarbeit direkt in der Gemeinde. Ah, okay. Ist er gemein oder was? Grüß deinen Vater von ich mir. Ich grüß meinen Vater. Achso. Nee. So, erstmal, wie heißt du? Kien. Diesen Namen habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber ich habe auch einen exotischen Namen. Ich heiße Laso. Yasu, ja, okay. Nein, Laso. Laso. Ja, ah. Du bist ja beruflich. Ja, aber ich mache auch Schule währenddessen. Also machst du so Minijob-mäßig? Genau, Minijob. Okay, alles klar. Du siehst ehrlich gesagt jung aus. Ich würde sagen, vielleicht bei Rewe oder so? Nee, kann ich dir Tipps geben? Noch nicht, noch okay, nicht. Okay, okay. Ich möchte bei dir wirklich erraten, wo könnte ein Kien arbeiten? Bist du Fußballer? Schön wär's, aber auch nicht. Bist du Wissenschaftler? Nein. Arbeitest du im Restaurant? Ja. Okay, endlich, jetzt hab ich's. Dönerladen? Nein. Donutladen? Nein. Boah, Kien, du machst mir echt schwer. Ohne du wirst auch nicht drauf kommen, vertrau mir. Du kommst da nicht drauf, nein. Vielleicht rieche ich nach Strom. Also, wenn ich jetzt rausgehe. Boah, sind da so Bro. Holst du mich dann aus dem Knast raus? Easy. Okay, stell dir vor, wir sind jetzt im Gerichtssaal und der Richter erklärt mich für schuldig. Yeah. Wie wirst du mich verteidigen? Ich würde sagen, ich hätte Beweise, ich hätte ein Video gefälscht. Aber das darfst du auch gar nicht. Für dich mach ich's, weil du bist ein Liebervoller. Was arbeitest du, wenn ich fragen darf? Lass mich raten, Türsteher. Ja, weißt du. Boah, niemals, sorry. Oder? Okay, was machst du, wenn einer kommt mit einer Bierflasche und der will gegen dich kämpfen? Ich mach's so kommerzial. Wie heißt du? Hakalake. Can, jetzt 1 gegen 1, komm. So kommerzial. Du bist Albaner, oder? Russe. Aber du arbeitest nicht mit ihm zusammen, oder? Nein. Bist du selbstständig? Auch YouTube? Ja, doch. Ja, ja. Ich hab Comedy-Videos gemacht. Okay. Ja. Auf Russack. Hast du mal gehört, das Russack? Russack, doch, der Name kommt. Das bin ich. Dann habe ich noch Call of Duty-Videos gemacht. Okay. Ja, ich kenne ihn. Jetzt habe ich noch einen Kanal. OG. Ich mache mit so iCrimex, Stani, meine Jungs. Cool. Wir machen GTA, Minecraft. Comedy-Videos habe ich auch gemacht, aber jetzt seit Corona pausiert, jetzt nur Gaming gerade. Und jetzt kommen wir zu der goldenen Frage. Wie viel verdienst du? Ich komme aus dem Asylheim, deswegen bin ich aufgewachsen mit nichts. Jetzt bin ich sehr dankbar dafür, deswegen bin ich so ein Typ, der über Geld spricht, aber okay, ja, das passt schon. Recht auf jeden Fall, um sehr gut zu leben. Kann ich ihm nur anschließen. Sehr, sehr korrekt. Ich sage das auch immer in meinen Streams und so. Bin sehr dankbar. Gib mir einen Tipp, ja. Die Leute, die bei uns was bestellen und die Essen bekommen, die haben relativ wenig an. Arbeitest du in einem Puff? Nee, nicht ganz. Irgendwo FKK-Sauna oder so? Ja? Sauna, ja. So. Es ist zugleich Restaurant und Sauna, oder? Genau, das ist ein Restaurant in der Sauna. Das heißt Termini. Hast du dann auch nichts an? Ich muss was anhaben, doch. Ach so, ich dachte, du bedienst die Menschen nackig. Nein, nein. Und hast du da auch deine Freundin kennengelernt, oder? Nein, wir kannten uns davor, aber durch mich ist sie da auch. Also sie arbeitet auch in ja, der Sauna? Ja, wir arbeiten da beide. Okay, das ist echt eine krasse Geschichte. Also, sie ist aber ja aus wie ein Mann. Jetzt wird alles editieren. Fang erstmal an, hier bei der E-Spec-Tasche. Ist einmal von meinem Freund geklaut. Einmal hier die Nike, Kindergröße, 80 Euro. So einmal hier diese Mütze. Oh. Es ist zwar wirklich arschkalt heute, aber du bringst mich gerade zum Schwitzen. Und dann hier einmal diese Hose von Zara. Aber Zara wird boykottiert, ne? Ja. Hier einmal diese Nike-Socken. Ich habe auch Socken, aber von Dollars and Ischens. Ja. Was ist Dollars and Ischens? Ja, normal. Normal kenne ich die. Weißt du, wie viel die kosten? 20er, 30er. Bruder, original kosten die 150 Euro, aber ich habe die gefälscht. Genau so. Von Dollars and Ischens. Ich grüße John Brook. Du hast gehört, John. Grüße gehen raus an dich. Dann jetzt 1 gegen 1, komm. Also es ist gerade voll der Zufall, dass ich YouTuber hier treffe. Wie viel verdienst du denn? Ich war jetzt die letzten Monate inaktiv. Und ich bin auch dafür bekannt, dass ich immer nach einer gewissen Zeit inaktiv bin und dann wieder zurückkomme. Mhm. Weißt du, ich meine? Und dann komme ich mit einer billigen Ausrede, warum ich inaktiv war. Aber so im Großen und Ganzen nicht viel, siebenstellig. Can, jetzt 1 gegen 1, komm. Was ist dein Trainingsplan, bra? Wie machst du das? Sei mal ehrlich. Ich gehe jeden Tag zu Gym. Jeden Tag gehst du zu Gym? Ich muss immer zu Gym gehen, egal wann, egal wo. Also morgens aufstehen, Gym. Mittag, Gym. Abends, Gym. Egal wann, Gym. Ja, und was ist mit Regenerationsphase? Gibt es sowas Gym. Nicht? Alles Gym. Alles Gym? Ja, alles Gym. Ich bin Jesse. Jesse, okay. Anhand deines Aussehens würde ich sagen, vielleicht im Büro irgendwo? Sekretärin? Lehrerin. Erzieherin? Nein. Ist es auch was Handwerkliches? Beruflich gesehen etwas, was eher mehr Männer machen als Frauen. Kfz? Eine Werkstatt? Autowerkstatt? Werkstatt? Nein. Geh mehr in die Industrie. Maschinenführer. Khidr hat das einfach erraten. Woher wusstest du das, Khidr? Ich weiß nicht. Sag mir so aus. Alles Gym. Ich bin Khan. Khan? Ja. Als was arbeitest du, Khan? Ich arbeite in Bräuninger. Als was? Als Türsteher. Arbeitest du zusammen? Ja, jeder Türsteher, was ist das?
Scheiße. Jackie Chan, dein Vater? Ja, ja, normal. Niemals. Ja. Was geht? Hattest du schon deine ersten Schlägereien? Nein. Was machst du, wenn jemand deinen Kollegen anmuckt? Was machst du dann? Abstechen. Ja. Nee, nee, das macht man nicht. Sonst bringt der dich in den Knast. Ich würde euch beide auseinandernehmen. Aber nicht mit Fäusten, sondern mit Gerede. Mit Gerede? Ja. Gerede. Du hast aber echt stabil, frisch gedeckte Haare. Jungs. Oder? Ich gebe euch 20 Euro und ihr labert nie wieder eine Scheiße. Okay? Grüßt euren Vater von mir. Mit Gerede. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist schon interessant zu sehen, als was die Menschen so beruflich tätig sind. Passt manchmal gar nicht zu deren Aussehen. Ja, nehmen die aus, Digga. Ja, okay, sorry. Ich mein, wie zum Beispiel ich. Ich sehe gar nicht so aus, aber ich bin ein kurdischer Physiker, weißt du, ich meine. Schreibt in die Kommentare, in welcher Stadt ich einen zweiten Teil drehen soll. Ich gehe jetzt heim, weil es kalt wird. Ich auch. Bis dann. Tschüss.